sind da in die Kitzbüheler Alpen. Es ist so warm, dass man mit T-Shirt und kurzer Hose aufspazieren kann. Das haben wir auch gemacht. Und ich habe eine Brechstange mitgebracht. Und zwar deshalb, weil wir da oben eine andere Art von Brechstange sehen, nämlich eine touristische Brechstange. Tourismus mit der Brechstange da hinter uns. Im Moment sind da drei Pistenraupen am Werk, die mit ungefähr 30 Liter Sprit pro Stunde ein Kunstschneebandel in die Landschaft ziehen, das irgendwas damit zu tun haben soll, was Tirol ist und was Tiroler Tourismus sein soll. Und mich ärgert das, und den Georg mit mir ärgert das auch, weil es so eine unglaubliche Verschandelung dessen ist, was Tirol eigentlich zu bieten hat. Tirol ist ein tolles Land mit einer tollen Umwelt, einem tollen Ökosystem. Tirol hat im Herbst wahnsinnig viel zu bieten, was eigentlich nicht so ausschauen müsste. Nach der letztjährigen Kritik, vor allem auch von internationalen Medien, habe ich wirklich gehofft, dass wir heuer nicht mehr nach Kitzbühel fahren müssen im Oktober und uns diesen Pistenschlauch anschauen müssen. Denn wenn man sich das anschaut, solche Bilder schaden dem Tiroler Tourismus. Und ich hätte wirklich gehofft, dass Kitzbühel hier zum Einlenken kommt. So ein Pistenschlauch ist nicht das, was Tirol im Herbst zu bieten hat. Aber es scheint, als ob Kitzbühel und die Kitzbüheler Alpen ansonsten nichts anderes zu bieten haben und wirklich Werbung um jeden Preis brauchen. Die Kitzbüheler Alpen argumentieren das, dass sie den Gästen und auch den Einheimischen eine lange Skisaison anbieten wollen. Aber ich glaube ganz ehrlich gesagt, dass die Gäste und die Einheimischen dies selber bezahlen müssen, weil dieses Spektakel kostet sehr viel Geld. Das sieht man vor allem daran, dass Kitzbühel zu einem zu den teuersten Skigebieten gehört. So ein Disneyland in den Tiroler Alpen brauchen wir wirklich nicht. Was wir stattdessen brauchen, ist eigentlich ein Gesinnungswandel. Den Klimawandel haben wir, aber Gesinnungswandel bei den Touristikern haben wir noch keinen. Und wir haben das Symbol heute mitgebracht, um diesen Gesinnungswandel tatsächlich einzuleiten. Wir werden ab sofort die eiserne Brechstange an diejenigen Touristiker verleihen, die sich besonders umweltschädlich, besonders tourismusschädlich auch und besonders tirolschädlich am Ende des Tages verhalten. Und der erste Gewinner im Jahr 2019 ist dieser Kitzbühler Pistenschlauch.